Dieter Hoeneß konnte bereits am Mittwoch von Anfang an spielen. Die Bayern mussten sich ja etwas einfallen lassen, denn innerhalb von 4 Tagen konnte man alles verlieren, aus dem Europacup ausscheiden und möglicherweise auch die Meisterschaft nicht verteidigen. Also, in Ostrau war ein 2:0 Vorsprung zu verteidigen aus dem Hinspiel. Überraschenderweise brachte Paul Czernay für den verletzten Weiner Röber im Mittelfeld und eben Dieter Hoeneß. Er riskierte einiges. Aber wenn Manfred Müller nicht gewesen wäre, der hier etwa nach 7 Minuten gegen Litschka großartig rettete, wer weiß, was geschehen wäre, wenn die Bannig-Mannschaft hier schon früh in Führung gegangen wäre. Diese vielleicht entscheidende Szene des gesamten Europacup-Spiels in Ostrau noch einmal. Das Bannig-Stadion natürlich restlos ausverkauft, 32.000 Zuschauer, die wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft standen, aber die nicht viel zu jubeln hatten, denn es spielten dann nur noch die Bayern. Hoeneß auf Röber und wieder Dieter Hoeneß. Und wie wertvoll er gerade im Europacup ist, das zeigte dieses Spiel einmal mehr. In der 8. Minute erzielte der Mann, der wochenlang wegen eines Wadenbeinbruchs fehlte, das wichtige 0:1. Die Führung also für den FC Bayern München. Und da wurde es im Stadion sehr, sehr ruhig. Hoffnung für den tschechoslowakischen Meister gab es 4 Minuten später, nach dieser etwas unübersichtlichen, unglücklichen Szene für die Bayern-Abwehr. Nemetz 1:1. Direkt von der 16-Meter-Linie. Wir werden das Gleiche noch einmal verlangsamt jetzt gleich sehen. Hoffnung natürlich auf der Bank von Bannig Ostrau bei Trainer Hadamczyk. Nemetz, der Mittelfeldspieler, hatte freie Schussbahn, ein gewaltiger Schuss für Manfred Müller, der zu diesem Zeitpunkt das Tor hütete, gab es keine Abwehrchance. Aber die Bayern spielten perfekten Konterfußball und kamen zu, wie wir wissen, weiteren Treffern. Wolfgang Kraus. Das 2:1 in der 26. Minute und damit war eigentlich schon eine Entscheidung gefallen, denn jetzt hätte Bannig Ostrau noch 4 Tore mehr schießen müssen, um die Bayern in diesem Achtelfinale des Europacups der Meister ausschalten zu können. Dieter Hoeneß, immer dabei, bereitete diesen Treffer vor, auf sehr schlechtem Untergrund. Sie sehen, es hatte tagelang vorher geregnet, aber das Spiel konnte dennoch regulär zu Ende geführt werden. Das war also das 2:1. 6 Minuten später erneut Jubel bei den wenigen deutschen Fans, Jürgen Röber. Also beide Spieler, die überraschend in die Mannschaft kamen, unter den Torschützen. Für Jürgen Röber war es übrigens das vorletzte Spiel in dieser Mannschaft. Das war fast ein wenig traurig, denn er machte ein großes Spiel. Er wurde nach dem Spiel in Hamburg in die nordamerikanische Soccerliga verkauft für über 800.000 D-Mark zu Calgary. 3:1 also für die Bayern und die spielten ihren Konterfußball weiter. Bernd Dürnberger, der erfolgreichste Europacup-Spieler der Bayern. Er hat die meisten Einsätze in diesem Team und er schoss ein herrliches Tor zum 4:1 Halbzeitstand. Zu diesem Zeitpunkt, das darf ich Ihnen vielleicht noch sagen, war der HSV im UEFA-Cup bereits ausgeschieden mit 0:5 und auch einem 0:1 gegen den AS Saint-Étienne, den französischen Meister. Und die Bayern qualifizierten sich mit diesem 4:2, denn in der 2. Halbzeit schoss Litschka noch einen Treffer für Ostrau. Sie qualifizierten sich also für das Halbfinale. Der erste Schritt war also getan. 3 Tage später ging es nach Hamburg.